Hallo und herzlich willkommen zum Wochenbericht im Zen-Garten. Und ihr seht, ich stehe schon voll im Rampenlicht, zumindest komme ich mir so vor. Die Sonne, es ist gerade 10 vor 10, ist schön rausgekommen. Es war heute Morgen ein bisschen bewölkter und jetzt herrliche Temperaturen zum Rundgang. Heute gibt's tolle Sachen zum Angucken und zwar, bevor ich es wieder vergesse, Daumen hoch. Also, wenn Ihnen das Video gefällt, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch, damit wir auch sehen, dass unsere Arbeit, ja, die wir hier reinstecken, dass die ankommt, dass es Ihnen gefällt. Und sollten Sie unseren Kanal noch nicht im Abo haben, dann gleich einen zweiten Klick und Sie werden immer automatisch informiert, wenn wir ein neues Video herausbringen. So, aber jetzt geht's dann auch los mit dem Rundgang. Der erste Stopp unseres Rundgangs, Sie haben es vielleicht schon leicht gesehen, ist auch gleich der Höhepunkt. Und zwar der aktuelle Stand unserer ersten beiden Doppelhäuser. Und hier sehen Sie wunderbar, die Zwischendecke muss natürlich noch vollständig austrocknen. Und genau deswegen sind unten im Erdgeschoss die gesamten Stützen noch vorhanden. Nichtsdestotrotz ist es so stabil, dass man bereits oben gehen kann. Und Sie sehen, nur innerhalb von 2 Tagen, und zwar am Donnerstag und am Freitag, heute haben wir Samstag, sind diese 2 Mauern, die Sie sehen, einmal rechts hier direkt bei uns und einmal weiter hinten, entstanden. Das heißt, das Hochziehen der Mauern geht momentan richtig flott voran, ist auch ein 10er-Team, da bewegt sich schon was. Und Sie sehen auch hier wunderbar unsere Ütungssteine, immer wieder die Faustformel, das ist eine Außenwand. Daneben sehen Sie keine Ütungssteine, sondern normale Ziegel. Und Sie sehen auch darunter, da stehen noch so Stahlstangen raus. Und das ist genau die Verbindungsposition, wo später das Fitnesshaus anschließen wird. Ich gehe noch ein paar Schritte weiter vor. So, ich gehe mal davon aus, dass wir von hier einen besseren Blickwinkel zu den Wänden haben. Und Sie sehen auch hier wieder alle Außenwände mit den Ütungssteinen und alle Innenwände sind normal geziegelt. Ich blende gleich ein Video ein von oben. Da sieht man nämlich dann auch sehr schön, dass bereits der Grundriss der Räume, das ist oben alles schon geziegelt und vorbereitet. Und ja, ich blende Ihnen das Video einfach ein und dann bekommen Sie den Eindruck, wie groß die Zimmer in beiden Häusern im ersten OG sind. So, und jetzt eine kleine Momentaufnahme für den Wochenbericht. Heute ist schon Freitag, aber es ist noch reguläre Arbeitszeit. Wir haben es gerade so 11 Uhr und ich bin begeistert. Wir haben die Mauer hier vom ersten Stock von den beiden Häusern, was Sie gerade sehen, innerhalb der letzten 2 Tage hochgezogen. Also das, was Sie hier sehen. Aber ich gebe zu, ich bin begeistert. Und vor allem, was ich besonders schön finde, hier unten sehen Sie auch schon die Raumaufteilung. Na gut, jetzt wird hier sogar auch schon geziegelt. Gestern waren diese ganzen Ziegel in der Mitte noch, also gestern waren, in der Früh gestern waren gerade, ich schwenke zurück, haben sie hier angefangen. Das heißt, gestern und heute, 1,5 Tage, natürlich mit dem ganzen Team, was Sie hier sehen, wurde das schon hochgezogen. Und wie gesagt, und hier ist die Aufteilung. Ich stehe gerade im Kolibri, also im Kleinhaus. Und das hier wird das große Schlafzimmer des Kolibris. Ich freue mich da richtig schon, wenn das fertig ist. Man sieht dann hier, das wird die Eingangstüre zum Schlafzimmer. Das dahinter, wo die gelben Plastikbehälter stehen, das wird das Bad. Und hier, wo der junge Mann steht, da geht später die Treppe runter. Ist natürlich noch keine Treppe drin. Und nebenan ist das Bad, das ist das Haus Orchidee, ist das Bad größer. Weil das Haus Orchidee ist für 4 Personen ausgelegt, also 4 und zeitweise eben auch bis 6 möglich. Und das Haus Kolibri ist für 2 Personen und zeitweise auch für 4 Personen ausgelegt. Und genau deswegen ist das Bad hier größer und das Haus Orchidee hat im Erdgeschoss noch eine Gästetoilette, was im Haus Kolibri nicht der Fall ist. Ja, wie gesagt, hier das große Bad, dann da hinten der Treppenaufgang, natürlich auch noch keine Treppe drin. Und dann geht man hier diesen kleinen Gang vor und man sieht, einmal geht es hier in das Jugendzimmer
und daneben die Öffnung sehen. Da kommt die Tür rein, dann in das Schlafzimmer. Hier kommt das Bett rein und hier hat man dann noch schön viel Platz. Ich hoffe, man sieht das richtig gut auf dem Video. Ich gehe mal hin. Man hat hier, kommt das Doppelbett hin. Und hier hat man richtig viel Platz neben einem Kleiderschrank. Da haben wir hier auch ja, so eine kleine, ja, ein paar kleine Stühle mit einem schönen Tisch hinstellen zum Lesen, zum Ratschen. Ja, einfach hier können die Eltern nochmal ihre Privatsphäre haben. Die Kinder, wie gesagt, nebenan, wobei ich mal davon ausgehe, im heutigen Zeitalter mit Elektronik und dann einem Pool und Fitness werden die wohl die meiste Zeit nicht im Zimmer sein, sondern eher unten im Erdgeschoss oder draußen. Ja, und bevor ich es vergesse, die verwendeten Baustoffe. Wie gesagt, alle Außenwände sind Thermoblöcke zur besseren Isolierung. Und Sie sehen hier, das ist von innen zwar gesehen eine Außenwand, aber genau hier wird im Anschluss das Fitnesshaus stehen. Und genau deswegen ist es keine Außenwand, sondern eine Innenwand. Und deswegen haben wir uns eben auch für die normalen Ziegel entschlossen. Daneben natürlich alles Außenwände. Das hier in der Mitte, wo Sie schon die vier Reihen sehen, das ist die Zwischenwand zwischen Haus Kolibri und der Orchidee. Und hinten wieder ganz klar Außenwände, Außenwände, Außenwände. Und hier vorne, ich gehe nochmal hin, bis hierhin, das ist die Innenwand, weil daneben, wie gesagt, ist das Haus Orchidee. Und dann ist dieser Teil und dieses Stück ist das Haus Orchidee nach vorne hin auch größer, also länger. Und dann natürlich wieder Thermoblöcke, weil das hier ist eine Außenwand. Ja, und jetzt bin ich auf dem Weg von den Doppelhaushälften, von den ersten beiden, rüber zum Empfang und mache für Sie eine kleine Pause hier im Kinshu. Ich muss zugeben, es geht zwar ein schöner, angenehmer Wind, aber die Sonne ist sehr kräftig und wir haben es ja gerade noch Sommer hier. Und Sie sehen, sieht man es am Hemd? Nein, man sieht es noch nicht zum Glück oder vielleicht ein bisschen. Es ist warm. Also ich würde sagen, so angenehme 25 Grad gefühlt, eben der Wind macht es wunderbar. Wenn man dann eben auch hier im Schatten im Kinshu steht, oder? Dann ist es richtig, richtig angenehm. Hier hat sich übrigens auch was getan, nämlich hier unten am Boden. Wir sehen, der Boden ist soweit fertig. Was hier nur noch fehlt, sind die Fliesen drauf. Die haben wir mittlerweile auch schon. Wir werden die Fliesen aber erst ganz zuletzt anbringen lassen. Warum? Jeder benutzt das Kinshu. Ist der Schattenspender schlechthin? Haben Sie in den vorhergehenden Wochenberichten schon öfters gesehen. Selbst die Hunde aus der Nachbarschaft schätzen ihn doch sehr. Auch die Katze mittlerweile, die hier mit dem Aufpasser wohnt, auch die schätzt es unheimlich. Also es geht jeder rein. Und ist ja auch richtig so. Deswegen haben wir ihn ja so früh schon bauen lassen. Aber wie gesagt, die Ziegel, die Fliesen, damit sie nicht kaputt gehen, kommen erst ganz zuletzt. Übrigens, die Fliesen, das wird Terrakotta-Fliesen und am Rand eine wunderschöne Bordüre. Ich kann sie Ihnen gleich in Fliesenform schon mal zeigen. Ah, übrigens, diese Terrakotta-Fliesen heißen hier Layota Nacional, ein sogenannter Baunationalstoff. Also da sind sie auch richtig stolz drauf und die, interessanterweise kauft man die auch überwiegend in Baugeschäften und nicht im Fliesenfachmarkt. Was ganz interessant war für uns, und wir haben gedacht, na komm, gehst in ein Fliesengeschäft rein, wo wir auch die ganzen Fliesen für die Inneneinrichtung gekauft haben. Und nee, die gibt es da nicht. Die holt man sich im Baumarkt. So eine kleine Geschichte nebenher. Aber jetzt nichts wie rüber zum Empfang. So, und hier sind wir beim Empfang und beim Hausmeister-Bungalow. Und Sie sehen schon, es hat sich toll gemacht. Ich würde sagen, fast fertig. Jetzt fehlen natürlich nur noch so die Innenarbeiten. Ja, ein Schwenk. Sie sehen schon außen, Ventilator rotiert schon. Ich habe ihn vorhin angeschalten. Sie sehen auch schon, Eingangstüre ist drin. Auch ja, um die Eingangstüren und um die Fenster machen wir auch Bordüren in Weiß. Das Haus selber wird in Ocker gestrichen. Aber wie gesagt, die Bordüre ums Fenster und um die Türen, die bleiben weiß. Ja, und das ist die kleine Terrasse vom Hausmeisterhäuschen, vor seinem Bungalow und auch vom Eingangsbereich. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Layota Nacional an. Die Terrakotta-Fliesen. Ganz schöne Terrakotta-Fliesen. Auch unterschiedliche Farbtöne haben wir extra genommen. Und die werden dann logischerweise so verlegt und am Ende natürlich noch lackiert. Und der Rand, Moment.
Und das wird der Abschluss, die Bordüre, die um die Terrakotta-Fliesen gelegt werden. Die Terrakotta-Fliesen, die benutzen wir hier auf dieser kleinen Terrasse und hier vor dem Eingangsbereich und im Kinsche natürlich und auch auf den Terrassen bei den Doppelhaushelfen. Schaut richtig toll aus. Ach, übrigens, wissen Sie, wie die heißen? Rompe Cabeza, Kopfzerbrechen. Kleine nette Anekdote wieder. Ja, und, hätte ich gar nicht vergessen, das hier ist dann die Bordüre zur Wandseite hin. Das heißt, das wird dann nochmal aufgehen. Also, erst kommt das an die Wand, dann kommt diese Bordüre an den Boden und dann kommen die Terrakotta-Fliesen drin. Die Terrakotta-Fliesen verlegen wir übrigens diagonal, also nicht im 90-Grad-Winkel, sondern diagonal. Sie sehen schon, es liegt hier alles. Nächste Woche im Wochenbericht, bin ich mir sicher, können Sie das hier schon fertig sehen. Also nächste Woche auf jeden Fall wieder reinschauen. Und jetzt schauen wir uns die Räumlichkeiten von innen an. Unser Empfang und der kleine Kiosk. Ventilator geht noch, weil ich habe vorher gerade eingeschaltet. Grund ist einfach, das Ganze wurde ja erst diese Woche in den Zustand hier versetzt und es ist natürlich noch ein bisschen feucht vom Verputzen. Und damit diese Feuchtigkeit rausgeht, wenn wir immer hier sind, auch am Wochenende machen wir Türe auf, Fenster auf, Ventilator an. Ja, vollständig verfließt, Steckdosen sind da, verputzt ist auch alles. Was jetzt noch fehlt, ist, dass wir den Nagel aus der Wand rausnehmen, weil hier werden wir nichts hinhängen. Also, mir sagt der Karl Valentin so schön, das ist der Nagel, wo er seinen Beruf dran gehängt hat. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir nehmen raus. Dann wird das Ganze natürlich noch, da ist auch ein Nagel drin, wird das Ganze natürlich am Ende noch gestrichen. Und dann ist der Empfang, der kleine Kiosk, schon mal fertig gebaut. Und das ist super. Und wie gesagt, Fliesen sind vollständig drin. Ja, wir freuen uns einfach. Farben. Wir haben uns mittlerweile entschlossen, wir werden diese Wand bis etwa 20 cm unterm Dach werden sie nach unten in Grün streichen, und zwar in dem Grün von Sengar. Könnte das ein Apfelgrün nennen. Schaut schön frisch aus, genau das die Länder. Und diese Wand, die werden wir auch natürlich dann auf der gleichen Höhe, mit dem Grün bemalen. Und oben drüber, das Stück zur Decke, zum Dach noch hin, das wird natürlich dann weiß. Die anderen beiden Wände, also die gesamte Vorderseite und auch die Seite mit der Türe, das werden wir in Pearl, heißt es hier so schön, das ist ein leichtes beige Perlmutt streichen. Das Ganze, wenn man sagt, könnte vielleicht erdrückend wirken, wird es nicht. Denn stellen Sie sich auch vor, auf dieser Seite, wo die ganze Wand grün wird, da werden natürlich dann auch Schränke stehen. Da wird ein Kühlschrank stehen, da wird ein Gefrierschrank werden wir wahrscheinlich eine Gefriertruhe vorne stellen. Warum ist das so wichtig? Im Kühlschrank sind kühle Getränke für Sie und in der Gefriertruhe erwartet leckeres Eis auf Sie. Ist doch auch was. Aber wie gesagt, haben wir da, ist vorgesorgt, wenn man spontan auf ein kühles Getränk oder auf ein Eis Lust hat, kann man sich hier kaufen. Und jetzt schauen wir uns das Hausmeisterbungalow an. Ja, und ich stehe beim Eingang vor dem Hausmeisterbungalow. Sie sehen, wir testen natürlich in dem Fall den Ventilator außen auch, denn hier ist kein Problem, die Feuchtigkeit rauszukriegen vom Verputzen. Das passiert natürlich über Nacht. Schauen wir uns an, wie es drin aussieht. Ja, gleiche Situation. Wir haben die Ventilatoren hier und auch im Schlafzimmer angeschaltet. Wir haben die Fenster aufgemacht, einfach, dass die Feuchtigkeit rausgeht. Sie sehen schon, am Boden alles wunderbar verfließt. Elektroleitungen sind verlegt. Da sehen Sie zum Beispiel, da fehlt noch eine an der Wand. Warum? Alle Häuser sind am Grundstück hier mit Cat 7 Kabeln vernetzt. Grund ist, Wireless können Sie sich selber natürlich ins Haus stellen, wenn Sie wollen. Ich gebe zu, ich bin kein so großer Fan von Wireless. Und einfach auch für die Gesundheit haben wir gesagt, komm, lass uns Kabel legen.
Das heißt, die Doppelhaushälften, der Empfang, aber auch das Haus vom Hausmeister hier oder von unserem Capataz, wie es hier so schön genannt wird, die sind alle vernetzt. Das heißt, mit dem Netzwerkkabel bekommt ihr Internet-TV und genau deswegen haben wir es gemacht. Weil hier sind Südamerika, sind natürlich alle heiße Fußballfans. Und dazu muss er aber natürlich bei einem Privatsender Mitglied sein. Und den kriegt er nicht in der Regel nicht oder nur schlecht, auch über das Terrestrische. Und genau deswegen, haben wir gesagt, kriegt er natürlich auch einen Internetanschluss, dass er sich das IPTV hier hereinholt. Übrigens, dann haben wir ihn gefragt, was möchten wir für Farben haben? Weil er soll hier leben, er soll hier glücklich sein. Sollte sich selber die Farben aussuchen. Und er hat sich für diesen Raum entschieden, auch ein helles Grün zu nehmen. Unabhängig von uns. Also wir haben die Farbkarte in die Hand gedrückt und dann haben wir gesagt, ich hätte gerne ein helles Grün. Ich habe schon gesagt, die meisten sind hier wirklich große Fußballfans, wie auch unser zukünftiger Papas. Und die Farbe seines Fußballvereins ist ein hellblau. Und jetzt raten Sie mal, welche Farbe ins Schlafzimmer. Ich sage nichts dazu, Ihnen gefällt es super. Schauen wir uns die Räume an. Schlafzimmer, da geht's lang. Auch hier, fertig gefliest, rundherum sind die Steckdosen drin. Fenster ist offen, dass die Feuchtigkeit rausgeht. Und natürlich habe ich auch die zwei Löcher in der Wand im Auge. Das sind die sogenannten Endstücke nach außen, wo die Klimaanlagen sind. Das heißt, wir haben Klimaanlagen hier gekauft, die recht leistungsstark sind. Und das sind sogenannte Split-Geräte. Das heißt, sie haben einen Teil im Raum und ein Teil, der die Warmluft raus transportiert, muss draußen gerichtet werden. Und Sie sehen, es sind zwei Ausgänge. Hier im Schlafzimmer noch eine Klimaanlage. Und Sie sehen, an der Wand ist hier noch ein offener Kanal. Das ist die Verbindung zu der Klimaanlage im Wohnzimmer. Das heißt, im Wohnzimmer und Schlafzimmer gibt es Ventilatoren und Klimaanlagen. Ventilatoren werden hier sehr gern genommen, weil wir gesagt, gerade wenn es so ein bisschen wärmer ist als das Wohlfühlgefühl, ist so ein Ventilator klasse. Und Ventilator hat noch einen anderen Vorteil. Wenn Sie den anmachen, können die Moskitos nicht rumfliegen. Und das ist natürlich klasse, weniger Moskitostiche, denn ja, wir sind in Südtropen und im Sommer, es gibt genau wie in Deutschland im Sommer Stechmücken. Es ist einfach so. Und wie genau deswegen auch hier sehr populäre Kombination, Ventilator und Klimaanlage. Schauen wir noch mal ins Bad. Ich gehe jetzt absichtlich nicht rein. Hat er am Freitag angefangen, bereits den Badboden zu fließen. Aber was man sieht, ist super schön aus. Wir sehen, die Wände sind bereits fertig gefliest. Sie sehen, wir gehen hier mit den Fliesen bis auf 1,80, 1,90 hoch. Und ja, bei der Dusche hinten sehen Sie, haben wir so ein kleines Mosaikmuster gewählt. Die Dusche wird am Ende links angebracht. Es kommt hier aber natürlich noch eine Stange hin mit einem Duschvorhang. Und daneben ist dann eben Toilette und ganz am Ende hier kommt unser Schwimmbad. Wir finden es eigentlich einfach sehr schön, dass es nicht ganz so gut ist. Denn wie gesagt, das Wasser selber und die Feuchtigkeit, das hat man in der Regel nicht höher als 1,60. Dann haben sie noch ein bisschen Luft darüber, dann gibt es noch eine Bordüre mit 10 cm. Dann sind wir eben auf unserem 1,80. Und ich denke, das ist voll und ganz ausreichend. Das Schöne, auch hier, ich gehe davon aus, dass in den nächsten spätestens 2 Wochen ist das hier einzugsfähig. Und das Schöne für uns ist, den Capataz, den wir wollten, der hat auch schon unterschrieben. Das heißt, wir wissen, wer es wird. Und ja, er freut sich und wir freuen uns auch. Und das ist, denke ich, schon mal genau der richtige Start. Sie werden ihn sicherlich in ein paar Wochen, in einem Wochenbericht mal hier umsausen sehen. Dann kann man ja gut vorstellen. Und jetzt zum letzten Highlight für diese Woche. Das letzte Highlight, habe ich gesagt. Fällt Ihnen irgendwas auf, was irgendwie ein bisschen anders ist? Klar. Es ist groß, es ist schwarz und es ist genau in der Mitte von der Mauer. Unser erstes Einfahrtstor ist montiert worden. Ich sage absichtlich montiert, denn
Auch das Einfahrtstor von der großen Einfahrt ist alles schon fertig. Nur wie gesagt, man muss auch warten, bis die Baustelle soweit ist. Die Laufschienen für die Tore sind mittlerweile beide angebracht. Das heißt, nächste Woche wird auch das große Tor drüben montiert werden. Und drüben, das große Tor, bekommt einen Motor. Das heißt, das kann man per Funk dann auf und zu machen. Wunderbar und angenehm. Bei dem haben wir darauf verzichtet. Aber ich zeige Ihnen mal den Leichtlauf. Gib zu, ich war selber fasziniert. Super. Ah, Test. Qualitätstest. Und es geht auch ganz auf. Ich habe ja schon immer mal erwähnt, bauen in Paraguay ist anders als in Europa. Das ist natürlich auch kulturell bedingt. Ich meine, in Europa, gerade wir Deutschen, wir sind doch, ich sag's mal einfach so, sehr präzise und qualitätsbewusst. Und ich finde das toll. Hier ist man, Qualität wird hier ein bisschen anders definiert. Man ist auch mit 60-70% glücklich. Ich muss sagen, da tue ich mir immer noch ein bisschen schwer. Ich komme da vielleicht irgendwann mal hin, aber ich bin noch eher so bei den Deutschen 80, 90 plus. Und genau, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Das Tor muss ganz aufgehen. Das heißt, dass es wirklich vollständig wegfährt, dass auch dementsprechend ein kleiner Transporter reinfahren kann. Das Tor muss so aufgehen, es hat keinen Motor, dass es eben auch leicht geht, wie Sie es gerade bei mir gesehen haben. Kleinigkeiten. Da unten sehen Sie zwei Rollen. Die Torrollen, Sie sehen, die sind orange. Jetzt werden Sie sagen, was erzählt er uns denn über Torrollen da unten? Normalerweise werden andere Rollen hier angebracht, nämlich kugelgelagerte Rollen, so etwa 4 Stück an jeder Position. Und die haben wir auch bei uns im Privathaus. Naja, erst später haben wir gelernt, durchschnittliche Lebensdauer von diesen Rollen 12 Monate. Ja, und genau das passiert, irgendwann kriegen Sie Ihr Tor nicht mehr auf. Das hier sind Hartplastikrollen. Geschätzte Lebensdauer meint man 3 bis 5 Jahre. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das stimmt. Und genau deswegen haben wir natürlich gleich was reingebaut, wo wir davon ausgehen können, es hält ein paar Jahre länger als die 12 Monate. Und jetzt, am Ende dieser kleinen Geschichte, erzähle ich Ihnen auch, warum ich es Ihnen erzähle. Glauben Sie, das ging am Anfang schon so auf, wie Sie es gerade gesehen haben? Nee. Da hinten haben 30 Zentimeter gefehlt. Das heißt, der Maurer hat gut Düngen gemauert. Und zwar bei dem Teil, Sie sehen hier eine kleine Mauer. Gehen wir nochmal hin. Übrigens, warum gibt es diese kleine Mauer? Die ist essentiell wichtig. Denn Sie sehen hier, wir haben hier diese Steigung. Das heißt, wenn es hier regnet, läuft das ganze Regenwasser am Anfang noch mit Erde, später hoffentlich nicht mehr mit Erde, wenn alles begrünt ist, runter. Problem ist nur, dass selbst wenn Gras hier ist, immer wieder ein bisschen Erde abgetragen wird und das läuft auf die Schiene. Und in dem Moment, wenn natürlich jetzt Erde und kleine Steine und etliches auf der Schiene liegen, dann geht das Tor nicht mehr mit Leichtlauf aus und vor allem müssen sie dann jeden Tag mindestens 1-2 Mal dort fegen. Haben wir auch bei uns im Haupthaus, im Privathaus gelernt. Doofe Angelegenheit haben wir da auch oder werden wir da auch verändern. Und ganz hinten, der Abschluss dieser kleinen Mauer war 30 cm zu kurz. Das heißt, wenn man das Tor aufgemacht hat, standen etwa 30 cm über. Und das reicht dann aber nicht mehr für kleine Lastkraftwagen. Und gerade wenn Sie zum Beispiel jetzt wir erwarten noch einen LKW, der dreimal kommt, der bringt Sand. Denn wir brauchen für unsere biologische Kläranlage brauchen wir noch 3 Ladungen Sand. Ist kein Thema, nur wenn der nicht mehr durch die Türe hier reinkommt, dann lädt der uns nämlich den Sand mit einem Lächeln vor der Türe ab und sagt, hey, da komme ich nicht durch. Hat er ja auch recht damit. Aber das sind so Kleinigkeiten, auf die müssen Sie hier unheimlich achten. Ja, was das betrifft, das Qualitätssenken, noch eine Kleinigkeit. Springen Sie doch im Video einfach nochmal zurück und schauen Sie sich den Empfangsbereich des Kiosk an. Und Sie werden feststellen, das sind unterschiedliche Stromsteckdosen in der Wand. Nämlich einmal die Schuko-Steckdose, die wir aus Europa kennen, 230 Volt, denke ich, und einmal die hiesige mit nur 2 Löchern, mit dementsprechend,
dementsprechend weniger Volt. Ich muss nachschauen, wie viel es war. Warum erzähle ich das? Wenn Sie natürlich jetzt Geräte hinstellen, wie Herd, Ofen, haben vielleicht einen Kühlschrank dabei, die zwingend den Schuko benötigen, dann müssen Sie den auch natürlich dementsprechend auch dort planen und bauen lassen. Denn der Schuko benötigt eine sogenannte dritte Phase, die bei den hiesigen Steckdosen nicht verbaut wird. Und genau das ist der Unterschied. Kleine Anekdote, warum erzähle ich Ihnen das? Ganz einfach, Sie haben es nicht gesehen, weil ich nicht darauf hingewiesen habe, aber im Empfangshäuschen sind 3 Steckdosen falsch gesetzt worden. Werde ich natürlich gleich reklamieren und die werden nächste Woche ausgetauscht. Im Notfall muss da eben noch eine Phase neu mit durch die Wand gezogen werden. Aber das hatten wir im Plan drin und da muss man immer hinterher sein. Deswegen, wenn Sie irgendwann mal in Paraguay selber bauen, dann kann ich nur sagen, Augen auf beim Immobilienkauf und Bau. Es gibt viel zu beobachten. Man muss einfach hinterher sein und muss sagen, das passt nicht, da hatten wir es anders vereinbart. Und dann wird das auch gemacht und dann passt's. Aber man muss dabei sein. So, aber das war's für diese Woche. Hat es Ihnen gefallen? Dann Daumen hoch bitte und bleiben Sie neugierig. Bleiben Sie neugierig, schauen Sie nächste Woche wieder rein, um die Fortschritte beim Capatas und auch beim Empfangshäuschen zu sehen. Ihr Zen-Garden-Team Paraguay. Tschüss!